Herzlich willkommen an alle Zuschauer auf YouTube. Willkommen zu Season 3 unseres Live-Let's Plays. So, ihr seht im Hintergrund schon, wir sind schon mitten in der Charaktererstellung gelandet. So, die Umfrage hat tatsächlich ergeben, dass wir einen neuen Charakter erstellen werden. Dementsprechend neue Story. So, wir werden tatsächlich erstmal beim Imperium bleiben, denn wir wollen einen Sith-Krieger tatsächlich spielen. Wir werden uns tatsächlich für die Spezialisierung Marodeur erstmal entscheiden. Einfach unter dem Hintergrund, da wir nicht so viel Flashpoint-technisch unterwegs sein werden mit dem Charakter. Und da müssen wir nicht zwangsläufig direkt auf Tank gehen. Und als DD, gerade wenn man viel alleine unterwegs ist, ist das ein bisschen angenehmer zu spielen, möchte ich behaupten. So. Wir haben eben vorab schnell nochmal die Ratataki freigeschaltet, denn die Klasse würde ich tatsächlich ganz gerne, oder Rasse besser gesagt, würde ich tatsächlich ganz gerne nochmal spielen, denn ein Ratataki hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Dementsprechend ist es mal ein bisschen was Neues. Auch für mich quasi. So, schauen wir mal. Hier werden wir tatsächlich auch, der ein oder andere wird es erkennen, der schon länger dabei ist. Wir haben fast immer einen weiblichen Charakter gespielt. Diesmal werden wir tatsächlich mal einen männlichen Charakter spielen, denn sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Wir bekommen als Krieger ja die wunderbare Jaina Wilson als Begleiterin. Dem einen oder anderen wird das schon ein Begriff sein. Meiner Meinung nach eine der besten Begleiterinnen, die man im ganzen Spiel kriegen kann. Dementsprechend, um mal in den Genuss zu kommen, auch eine Liebesbeziehung draus zu machen, werden wir natürlich auch mal einen männlichen Charakter spielen. So. Werden wir mal schauen. So. Körperbau, denke ich mal, können wir so lassen. Muskelprotz muss es jetzt nicht unbedingt sein. Nee. Wir sind ein agiler Krieger, dementsprechend, denke ich mal, passt das mittlere Priest jetzt schon mal ganz gut. So, dann werden wir noch mal gucken, was der Kopf sagt. So. Tätowierungen müssen wir nachher mal gucken. Schmuck können wir, glaube ich, schon mal außen vor lassen. Ich glaube, ja. Da bin ich nicht so ein Freund von. Das können wir schon mal so lassen. Körperbau können wir auch schon mal loggen. So, dann gehen wir die Presets vom Kopf mal durch. So. Der Chat eskaliert dezent schon. Hätte mich wahrscheinlich ganz gerne mal als Tank erlebt, aber alles werden wir ein andermal mal machen. Wie gesagt, als Einzelspielerversion ist, glaube ich, der Marodeur ein bisschen geeigneter. So, was haben wir denn da so zur Auswahl? Gucken wir doch mal. So. Ich wollte fast sagen. Zeit zu wüten. Ja, das passt, denke ich, sogar schon. So. Narben brauchen wir keine. Ne? Wir sind ja unantastbare, gottgleiche Sith-Krieger. Wir haben keine Narben. So, Tar können wir auch mal gucken. Das dürfte nicht allzu viel ändern. Ah, ich denke mal, das können wir so lassen. Ah, ich denke mal, da braucht man nichts so großartig. Tar können wir, denke ich mal, weglassen. Beziehungsweise werden wir mal so weiß lassen. Wobei? Ja doch, ich dachte, das war bei der Nase was anderes, aber ja, wobei, doch, ist tatsächlich bei der Nase. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt immer irgendwelche komischen Markierungen haben hier. So. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich hätte ganz gerne was ohne irgendwelche Markierungen. Gibt's das auch irgendwie zufällig? Naja, zur Not kann man das lassen. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus mit den Tätowierungen, aber können wir nochmal gucken, ob es nochmal eine andere Variante gibt, wo es ansonsten nichts ist. Nummer 6 könnte man rein theoretisch zur Not auch nehmen. Das würde vielleicht nochmal gehen. Sind wir so ein bisschen das Modepüppchen der Spezies, habe ich das Gefühl. Die ist ein bisschen dezenter gehalten. Ja, nehmen wir mal das. Bleiben wir mal bei 11.
Augenfarben haben wir aber wenig zur Auswahl. Das ist ja aber interessant. So. Augenfarbe werden wir mal so ein bisschen bei Eisfarbe bleiben. Ich glaube, da sieht das hier gar nicht mal so schlecht aus. Hat ein bisschen was Vampirmäßiges. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, Tätowierungen müssen wir mal gucken. Haben wir da eventuell auch ein bisschen was nicht so dolle Auffälliges? Ja, wobei zu einem Ratataki wahrscheinlich gerade die Tätowierungen gehören. Dementsprechend sind die wahrscheinlich schon gar nicht mal so unangebracht. Das sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ist jetzt wieder so eine Geschmacksfrage. Würde eigentlich gar nicht so schlecht sein. Kompromiss. Tatsächlich einen Kompromiss finden. Naja, würde ich fast sagen, bleibe ich mal hier. Das ist, denke ich, ein ganz guter Kompromiss aus allen möglichen Varianten. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Name schon noch verfügbar ist. Gucken wir mal. Große Spannung. Er ist noch verfügbar. Bin ja begeistert. Oh, wir müssen wir mal ganz kurz den Ingame-Sound ausmachen, denn, ne, ihr kennt das Spiel. Kriegen wir immer mal so ein bisschen Ärger mit der Lizenz von Star Wars. Ist immer ein bisschen schade, dass man es ausschalten muss, aber ja, auf die Gefahr hin, da Ärger mit den Lizenzrechten zu kriegen. Denke ich mal, ist das verständlich. So. So, dürfen wir gleich den Sound hier anmachen. So. Sehr schön. So, dürfen wir den Sound doch wieder anmachen. Sieht schon geil aus, also das muss man auch schon sagen. Auch wenn man jetzt weiß, dass man erstmal auf Korriban landet. Aber diese Einstiegssequenz ist mal cool. So, sehr schön. Haben wir diesmal tatsächlich auch gar nicht so lange gebraucht für die Charaktererstellung. Der ein oder andere kennt es ja, ne? Ich brauche ja da immer ganz gerne mal ein bisschen länger. Aber wahrscheinlich nur bei den Damen. Da bist du ja endlich. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. So. Ich bin Aufseher Tremel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith-Ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Wir werden sowas von sterben. Schade tatsächlich, dass Ratataki so eine Klasse ist, die weder Bärte noch Frisuren haben können. Ne? Also sonst hätte ich mich wahrscheinlich tatsächlich mal nachgebastelt. Ja, wie gesagt, die Anfangssequenz müssen wir halt leider mal ein bisschen rauslassen. So.
Aber wir werden wieder so ein bisschen, wir spielen ja immer so ein bisschen nach dem roten Faden, ne? Wir werden tatsächlich das wieder sehr aufsässig spielen, also sprich, anti-autoritär, ne? Wir dulden niemanden über uns. So nach dem Motto. Ich entscheide mich für die erste Option. Werde bloß nicht leichtsinnig. Du bist nur meinetwegen frühzeitig hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen. Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Nö, das Wort dienen missfällt mir schon mal direkt. Ihr haltet euch lieber an euer Wort, Tremel. Gib deine Zweifel vorn an der Tür ab, dafür ist kein Platz. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. So. Soll er es ruhig versuchen? Ich werde ihn vernichten. Oh. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde vernichten können. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Die Klinge eines unbedeutenden Akolyten. Du brauchst eine dominante Waffe. In Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer. Dort wirst du eine starke Sith-Kriegsklinge finden. In dem Grab wimmelt es von Chlorschnecken. Tödliche, bösartige Kreaturen. Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Er sprach von nur einer Klinge. Das missfällt mir eigentlich irgendwie so ein bisschen gerade. Ne, in Anbetracht dafür, dass wir zwei Klingen tragen. Wenn sie dumm genug sind, meinen Weg zu kreuzen, werfe ich ihnen ihre Köpfe zum Fraß vor. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Hey, grüß dich, schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. So, wir werden mal, bevor wir anfangen, mal ganz kurz schauen. Oh, 104 Leute auf Korriban. Holy moly. Also entweder hier ist gerade irgendein RP-Event oder sind tatsächlich sehr viele Neuankömmlinge wieder da im Spiel. So, wir werden mal ganz kurz schauen. Halt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Halt. So. Schauen wir doch mal. Ah, sehr schön. Flüstern. So, wir haben uns gleich mal in die unsere Gilde einladen lassen, ne? 90% sind Goldzeller. Wahrscheinlich, ja. Wir wurden ja direkt begrüßt mit einem Goldzeller Assignment hier gerade, ne? So. Ah, sehr schön. Sehr schön, das hat doch schon mal wunderbar geklappt. Da sind wir direkt in der Gilde drin, ne? Oh. Hätte man natürlich nicht mit. So, wunderbar. Dann sind wir nämlich in der Gilde schon drin. Und dann können wir direkt loslegen. Dann hat alles seine Ordnung. Wunderbar, wunderbar. So. Schnell nochmal einen misstrauischen Blick auf den Gildenchat. Ob ich meinen Charakternamen richtig geschrieben habe. Sehr schön. Es wäre jetzt peinlich gewesen, ne, wenn man seinen eigenen Charakternamen nicht richtig schreiben kann. So, naja, ich sehe schon, wir haben schon wieder diese ganze Beginnerpost, die wir immer mal so kriegen von den ganzen Events, die wir schon hinter uns haben. So, wir werden eins nochmal ganz schnell machen, das sehe ich nämlich gerade. Wo haben wir es denn? Kampflog, Namensschilder. Muss ich selber ganz kurz mal überlegen. Halt, nee, das war's gar nicht.
Interface-Editor war es nämlich. Muss ich nochmal überlegen, war es das? Ich glaube, das war es, oder? Ah ja, das müsste es sein. Das müsste es sein. So, dann haben wir nämlich unser Interface komplett schon mal so, wie wir es haben wollen. Und eine Sache werde ich nochmal machen, die mache ich nämlich immer mal ganz gerne. Einstellungen. Wo haben wir es? Benutzeroberfläche war es, glaube ich, oder? Ne, Tastenbelegung ist es. Genau. Tastenbelegung und dann zielen, genau. Nächststehenden Feind. Nächsten Feind. So, halt. Maustaste 3. So. Kann ich tatsächlich jedem empfehlen, der eine Gaming-Maus hat. Quasi Ziel-Lock-Verfolgung. Oder beziehungsweise durch die Ziele durchschalten auf die Maustaste zu legen. Geht schneller, als wenn man jedes Mal Tab drücken muss. So. So, müssen wir uns tatsächlich mal ein bisschen... Ja, wobei, wir haben schon wieder jede Menge Unfug hier gerade drin, sehe ich gerade. Das brauchen wir hier nämlich nicht, das können wir irgendwo mal dezent mal hier irgendwo hinlegen. Und einen Buff brauchen wir auch nicht unbedingt hier in unserer Hauptleiste. Ja. So. Müssen wir tatsächlich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ah, okay. Ja gut, die Chlorschnecken hätten wir wahrscheinlich auch drinnen töten können. Aber machen wir mal hier. Töten wir mal direkt ganz schnell. So, die hat sich auch schon wieder anders gekrallt. So, schnell mal ein bisschen Getier abmurksen hier. Ja. Sehr schön. Und da kriegen wir auch gleich nochmal Belohnung dafür, dass wir was umgehauen haben. Ja. Sehr schön. Ist ungewohnt, wieder so ein kleines Inventar zu haben gerade. Ja, die primäre Fortbewegungsart des Kriegers, springen. So. Wartet mal, sind wir hier überhaupt richtig? Ja, doch, sieht richtig aus. So, hier werden wir wieder erstmal alle Quests wieder nebenbei machen, ne? Machen wir ruhig mal direkt. So. Entschuldigung, Akolyt. Sergeant Kormun, 5. Infanteriekommando, Korriban-Regiment. Kann ich mit euch sprechen? Auch hier wieder, ne? Wir werden wieder disrespektend sein. Ich habe zu tun. Das verstehe ich. Aber ich benötige die Hilfe von jemandem, der Dinge erledigen kann, die ich nicht schaffe. Ihr seid der Akolyt, den Aufseher Dremel hergebracht hat, richtig? Wollt ihr ins Grab, um zu zeigen, was ihr könnt? Dinge, die er selbst nicht kann. Selbstständig atmen, denken, die üblichen Sachen. Schert euch um eure eigenen Angelegenheiten, Soldat. Entschuldigt, wenn ich euch beleidigt habe. Ich dachte, ihr wüsstet es zu schätzen, wenn ihr die Gelegenheit hättet, nicht nur vor den Aufsehern aufzuschneiden, sondern auch Bande zum imperialen Militär zu knüpfen. Ich befehlige hier eine Mission, die Chlorschnecken in diesem Grab zu eliminieren. Das sind schreckliche Biester. Mäuler, die größer sind als euer Kopf. Ich habe 3 Trupps guter Männer bei dem Kampf gegen sie verloren. Sie kommen in Rudeln. Sie verschlingen einfach so einen ganzen Mann. Einen ganzen Mann? Ja, wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber da wir in der Regel nichts groß haben, wo wir Credits für ausgeben können, sind die Inventarerweiterungen, denke ich, immer mal das Einzige, was man sich mal so gönnen kann. Der Tod gehört zum Leben. Ja, aber die Mission droht zu scheitern. Mehr Männer reinzuschicken ist nicht die Lösung. Die verdammten Chlorschnecken vermehren sich so schnell, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Methoden auslöschen kann. Also haben wir ihre Brutkammern ins Visier genommen. Sie sind völlig durchgedreht. Wir konnten an allen Brutkammern Sprengsätze platzieren, aber die Chlorschnecken
haben uns erwischt, bevor wir sie zünden konnten. schwache Einheiten, die sie reingeschickt haben. Alle die, die unbeliebt waren. Das lässt mich völlig kalt. Ich weiß, aber wir schaffen es nicht ohne euch. Ihr habt einen taktischen Vorteil, den meine Soldaten nicht haben. Die Macht. Das macht euch wertvoller als ein Dutzend normaler Männer. Unterschätzt diese Chlorschnecken nicht. Sie sind viel schlauer, als sie aussehen. Ihr habt etwas, das wir nicht haben. Intelligenz. So, oh, wir können zuerst Dings kürzen schon. Wenn wir es uns dann leisten können, was ich nicht glaube. Oh, doch, können wir schon. Gut. So, das gönnen wir uns schon mal. Was ist das hier? Skiform. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Merkt euch, Frieden so. Gibt es nicht. Wundert mich jetzt natürlich so ein bisschen, dass das gerade irgendwo sonst wo gelandet ist. So, das werden wir mal nach außen legen. So, müssen wir mal gucken, wo haben wir es denn? Fertigkeiten. So, die Skiform war doch, glaube ich, irgendwas, was man auswählen konnte, oder? Ah, passiv. Früher hat man das tatsächlich so gehabt, da war das eine aktive Fähigkeit. Da hat man drei verschiedene Formen gehabt der Schwertkampfführung und hatte die ähnlich wie hier so einen Schalter und musste die dementsprechend immer umschalten. Mittlerweile ist es passiv. Ah, das ist interessant. Das erklärt natürlich, warum ich jetzt nichts mehr gekriegt habe, um das einzuschalten. Ah, okay. Ist immer gut, wenn man das dementsprechend. Ah, wir sollen sowieso Chlorschnecken töten. Verdammt. So. Kurzen Prozess mit den Viechers. Hm, na, wird dann nicht. Er hat sich gerade gedacht, oh, mir hilft einer, und dann faktisch da Maut. Nix da. So, sehr gut. Chlorschnecken haben wir alle. Können wir uns die Quest hier noch schnappen? Artefakte. So. Einmal ganz nach Norden müssen wir. Ja, dann viel Spaß mit dem Gassi gehen. So, sehr gut. Hier ist alles leer geräumt. Und hier werden wir mal schnell den Sprengstoff aktivieren. Sehr schön. Wunderbar. Es wäre halt mega mad, wenn da drin alles wieder direkt spawnen würde, ne? Wenn man diese Bomben zündet. Ich glaube, dann würde man den einen oder anderen gerade ein bisschen triggern. Der da drin auch gerade questen will. Ich habe die Explosionen gehört, als ihr die Sprengsätze gezündet habt. Hervorragend! So, sehr schön. So schnell hat man Level ab. Sehr cool. So. Handschuhe haben wir auch ein paar neue gekriegt. Beziehungsweise überhaupt mal welche. So, die werden wir erstmal auf Legendär setzen. Ah, Fähigkeiten kommen wir auch schon wieder neue holen. Verlangt es euch nach Macht? Gut. Ah, okay. Sehr gut. Merkt sehr euch, gut, sehr gut. Frieden gibt es nicht. Aber eine Fähigkeit, die gleich mehrere Ziele trifft. Das habe ich eigentlich immer ganz gerne. Gleich wollen wir die Zent schon mal ein bisschen austesten. So. Ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass das die erste AE-Fähigkeit ist. Dementsprechend werden wir die wahrscheinlich erstmal
dezent mal in die Mitte legen. So, sehr schön. Aber hier nehme ich gleich schon mal ein bisschen was, das war effektiv. Ah, oh, ernsthaft. So. Sehr schön. Haben wir nämlich von Anfang an schon mal eine AI-Fähigkeit, das ist schon mal ganz gut. So, wunderbar. Brauchen wir als nächstes rein theoretisch bloß noch die, die Dings. Die Items, die wir dafür einsammeln müssen. So. Und sind nämlich gleich mal direkt mal um. So, schnell noch die Nebenquest erledigen. Gucken wir mal, ob wir hier richtig sind. Ah. Voll ins Gesicht gepuncht. So. Also klein bisschen Damage kriegen wir zwar ab, aber... Kümmert sich gerade wer anders drum, sehr schön. Schnappen wir uns schnell mal die Items. Wenn die anderen gerade schon mal mit Kämpfen beschäftigt sind. So. So. Glaube ich das? So, wir sollten uns eventuell mal buffen. Ja. Haben wir nämlich gleich entsprechend noch mal ein bisschen stärkere Fähigkeiten. So. Sind wir noch tödlicher. Wie es jetzt gehört. So. Na schön. So. Müssen wir uns natürlich nochmal umgucken. Wenn wir hier die violette Quest erstmal noch machen, bevor wir hier rauslaufen. So. Einwandfrei. So, würde ich mal sagen, wir laufen aber auf eine halbe Stunde zu. Machen wir erstmal ein Folgenpäuschen. Ne? Das war schon mal für Folge 1 in Season 3. An euch da draußen auf YouTube. Däumchen wären Träumchen. Gerne auch ein Abo da lassen, wenn euch das Projekt gefällt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier frisch angekommen auf Korriban. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.